Können Sie meine Lieben, Mittag, 17. Nies und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Das Jahr ist auch schon wieder zur Hälfte rum. Echt erstaunlich, wie schnell die Zeit mittlerweile vergeht. Und das bedeutet, es wird wieder mal Zeit für neue Lizenzen für die zweite Jahreshälfte. Und ich sage euch, die Verlage haben richtig reingehauen. Ich stand da teilweise vor dem Bildschirm und dachte mir, ich wünschte, ich könnte mehr Geld verdienen. Ja, also, es war schon geil, aber auch in dem Sinne halt traurig. Und ich muss auch schon mal im Vorfeld sagen, die ganzen Lizenzen, die ich jetzt vorstellen werde, sind alles nur die Sachen, die mich interessieren. Und auch hier muss ich auch nochmal erwähnen, ich werde mir halt nicht alle kaufen können, weil ich auch noch nicht sagen kann, wie meine finanzielle Lage bis zum Beginn der nächsten Jahreshälfte aussehen wird. Denn ich habe jetzt mein Abi, heißt also, es wird bald mit dem Studium loslegen und da habe ich wirklich keinen Plan, wie das mit der finanziellen Lage aussehen wird. Aber naja, sagen wir einfach mal, das hier ist jetzt so ein Wunschtraum, was ich jetzt gleich vorstellen werde. Und selbstverständlich fangen wir immer mit den neuen Karlsen-Lizenzen an. Und oh Junge, da ist echt einiges dazu gekommen. Daher würde ich sagen, reden wir nicht mehr lange um den heißen Brei und fangen an. Karlsen hat, wie man sich denken kann, eine Menge, also wirklich eine enorme Menge an Lizenzen rausgehauen. Und insgesamt sind es 16 Titel, die mich persönlich interessieren, beziehungsweise die auf meine Liste kommen werden. Und den Anfang macht der einzige Titel, bei dem ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich ihn mir sofort holen werde, nämlich Neon Genesis Evangelion in der Collector's Edition. Und der Grund, warum ich mir den sofort holen werde, ist eigentlich relativ klar, denn ich besitze bereits den ersten Band von Evangelion in dieser uralten 20 Jahre Jubiläumsausgabe, die Karlsen damals veröffentlicht hat. Und dachte ich mir, na gut, wenn ich Evangelion sowieso vervollständigen wollte, kann ich mir ja auch diese neue Collector's Edition holen. Denn die wird eine richtig schicke Aufmachung haben, auch mit Farbseiten und so weiter und so fort. Und es wird sogar einen Schuber bekommen. Und wenn ich mich richtig erinnere, wird er in dieser Collector's Edition mit 6 oder 7 Bänden abgeschlossen werden. Heißt also, wir werden den Titel relativ schnell wieder durchhaben. Und darauf bin ich echt sehr gespannt, denn Evangelion ist ja bekanntlich ein sehr großer Klassiker und auch ein sehr guter. Ich habe ja den Anime gesehen und den Film End of Evangelion. Die anderen Filme muss ich, um ehrlich zu sein, noch gucken. Aber schon von dem, was ich gesehen habe, ist Evangelion einfach großartig. Und ja, da freue ich mich schon echt sehr auf die Collector's Edition. Evangelion war aber nicht die einzige Neuauflage, die Karlsen veröffentlicht hat, denn sie haben auch eine Massiv-Edition für Fairy Tail angekündigt. Ich hätte die mir so gerne sofort geholt, denn ich liebe Fairy Tail. Der Anime ist mir so unfassbar wichtig, ich liebe ihn und den Manga würde ich auch echt unbedingt gerne lesen, aber ich hoffe, meine finanzielle Lage wird sich bis dahin einigermaßen stabilisieren. Aber ja, ich freue mich schon richtig, weil ganz ehrlich, die Einzelbände waren echt zu viel des Guten. Ich glaube, es sind 50 oder 60 dieser Einzelbände insgesamt rausgekommen. Da kommt diese Massivedition echt sehr gelegen. Es gab auch eine weitere Neuauflage, die aber irgendwie komisch war. Und zwar soll wohl der Manga, ich weiß selber nicht ganz, ob man das wirklich als Manga bezeichnen kann, Interview mit einem Vampir Claudias Story neu aufgelegt werden. Das ist wohl so ein Einzelband-Comic, so ähnlich. Ich bin mir selber irgendwie nicht ganz sicher. Also es wurde unter dem Karlsen-Manga-Label angekündigt, aber ich glaube, das Teil soll tatsächlich im Graphic Novel oder im Comic-Label erscheinen, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also ich fand, das sah interessant aus, also habe ich ihn einfach mal hier mit in die Liste genommen. Jetzt sollten unbedingt Fans von Junji Ito spitzöhrig werden, denn sie haben 2 neue Junji Ito-Titel angekündigt, nämlich einmal Frankenstein und Sensor. Sehen auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Ich habe zu meiner Schande leider noch keinen einzigen Junji Ito-Titel gelesen, also bis auf die Kurzgeschichten, die ich damals für dieses Halloween-Special gelesen habe. Aber ansonsten besitze ich wirklich kein einziges Werk und ach, ich muss das echt irgendwann mal nachholen. Sind aber echt auf jeden Fall geile Titel. Dann hat Karlsen noch einen Manga mit einem sehr interessanten Konzept lizenziert, nämlich Under Ninja. Es geht wohl um einen Protagonisten, der Teil einer Untergrundorganisation ist, die aus Ninjas einfach besteht, die als Schläfer agieren und halt das Land vor Terroristen und Verbrechern und so schützen. Also ich finde die Story an sich auf jeden Fall interessant, vor allem da der Protagonist auch ein Neet ist. Und ja, ich bin schon gespannt, wie der Titel sein wird.
Carlsen wäre aber natürlich nicht Carlsen, wenn sie nicht auch noch ein paar Shonen Jump Lizenzen dabei hätten. Und sie haben hier was richtig Geiles geholt, nämlich Sakamoto Days. Ich kenne mich mit der Story im Echten sein nicht so ganz aus. Ich glaube, es ging irgendwie darum, der Protagonist war wohl früher Attentäter, hat dann aber geheiratet und eine Tochter bekommen und hat jetzt ein relativ friedliches Leben als Besitzer eines Kombinis oder so. Und laut Alex soll das wohl momentan der beste Shonen Jump Titel sein, der gerade noch in der Jump läuft. Und er bezeichnet es auch als die bessere Art von Yakuza Goes House. Und da dachte ich mir so, okay, sieht auf jeden Fall nice aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieser Titel sein wird. Vor allem, da Alex so viel Wert darauf legt. Und wie wir ja aus Spy X Family gelernt haben, passt zu einem Attentäter am besten ein Spion. Und da hat sich Carlsen aus diesem Grund, also ich bezweifle sehr stark, dass sie es aus diesem Grund jetzt lizenziert haben, aber sie haben den Titel Mission Yosakura Family lizenziert. Das soll wohl so ein Comedy-Romance-Titel sein von einem Protagonisten, dessen Kindheitsfreundins Familie wohl aus Spionen besteht, wenn ich mich richtig erinnere. Es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus und könnte auf jeden Fall witzig werden, also da bin ich gespannt, wie der sein wird. Das war aber natürlich nicht der einzige Romance-Titel, denn sie haben auch noch einen Titel lizenziert, auf den ich mich echt sehr freue, nämlich My Senpai is Annoying. Auf den freue ich mich echt sehr, denn ich habe den Anime gesehen und der ist so unfassbar cute. Wobei ich sagen muss, ich finde, eins der Side-Shippings ist irgendwie besser als das Main-Shipping. Also, keine Ahnung, vielleicht habe ich einfach einen komischen Geschmack. Und was auch noch hier sehr überraschend ist, das Teil soll wohl in Full Color erscheinen und soll zum Start, glaube ich, 5 oder 6 Euro kosten und regulär dann wieder 8 Euro. Also ich schreibe es bestimmt hier nochmal irgendwo hin, falls ich mich doch noch irren sollte. Aber das ist schon echt krass bei Full Color. Also da bin ich echt richtig gespannt, wie der sein wird. Und wenn wir schon mal bei Romance sind, können wir auch mal gleich zu Boys Love übergehen. Denn tatsächlich hatte Carlsen einen Titel, der mich ein bisschen interessiert hat, nämlich Joy. Wobei ich mir bei dem noch nicht so ganz sicher bin, weil die Story klang schon ein bisschen, Und zwar soll es da wohl um einen Mangaka gehen, der einen homosexuellen Assistenten hat und die beiden wollen versuchen, einen Boys Love Manga zu zeichnen, weshalb der homosexuelle Assistent anbietet, so ein bisschen, ja, ein paar Sachen auszuprobieren, damit er so dieses Feeling für Boys Love kriegt und ja, das, ich weiß nicht so recht. Also, ich bin noch im Überlegen, ob ich mir den holen will oder so, aber naja, ich warte einfach die ersten Reviews ab. Jetzt müssen wir aber nochmal ganz kurz zurück wieder in den Horrorbereich gehen, denn Carlsen hat auch noch was richtig Schickes lizenziert, nämlich den Manga Der Außenseiter und andere Geschichten. Und vielleicht kommt euch der Artstyle bekannt vor oder eventuell der Name des Zeichners, denn das Werk stammt von Go Taname, der Zeichner von den H.P. Lovecraft Mangas, die ebenfalls hier bei Carlsen erschienen sind. Und hier ist das Besondere, dass das hier kein Werk von H.P. Lovecraft ist, sondern wirklich Go Tanabes eigenes Werk, so wie ich es verstanden habe. Das könnte auf jeden Fall sehr interessant sein, wobei ich zugeben muss, ich muss die H.P. Lovecraft Mangas immer noch lesen. Es bleibt aber noch ein bisschen düster und hier muss ich mal ganz kurz an meine Community appellieren, denn es ist ein Titel aus dem Video mit den Wunschlizenzen, die ihr hattet und es ist Can't Stop Cursing You. Ich weiß noch ganz genau, mir haben voll viele von euch damals geschrieben, dass sie sich Can't Stop Cursing You auf Deutsch wünschen und hier ist der. Natürlich ist das mir zu verdanken. Okay, nee, Spaß. Die hatten diese Lizenz schon bestimmt schon länger, aber naja, ist schon cool, dass wir den jetzt kriegen. Also ich fühle mich schon so ein kleines bisschen stolz. Und falls ihr Fans von The Promised Neverland seid, dann hat Carlsen noch etwas Schickes für euch in petto, denn sie haben den Einzelband, ich muss es mal kurz ablesen, Kaiju Shirai x Posuka Demisus Short Stories lizenziert. Das ist halt ein Einzelband von den beiden The Promised Neverland Mangaka, wo noch ein paar zusätzliche Geschichten zu The Promised Neverland da sind. Ja. Und ja, ich muss, um ehrlich zu sein, gestehen, ich muss selber The Promised Neverland noch lesen, aber an sich, ja, cool Lizenz. Wenn ich The Promised Neverland habe, dann werde ich mir wahrscheinlich den auch schon zulegen. Dann haben sie noch einen Titel lizenziert, der aus meiner Sicht eher ein reiner Coverkauf ist, nämlich Kaiki-sen, zurück ans Meer. Ich habe von der Story, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, aber das Cover sieht echt schön aus, deshalb muss es natürlich hier auf die Liste. Und zum Abschluss sollten jetzt noch Fans von Disney hellhörig werden, denn sie haben zum einen die Eiskönigin 2 lizenziert, also die Manga-Adaption von Arina Tanemura,
Was mich, um ehrlich zu sein, überrascht, weil ich hätte schwören können, dass Egmont den lizenzieren würde, weil, naja, Arina Tanemura, das ist ja klar, das ist ja schließlich so deren Mangaka gefühlt, aber egal. Hauptsache, wir kriegen das Teil. Und zu guter Letzt haben sie auch den Manga Cruella lizenziert. Also die Antagonistin aus 101 Dalmatiner. Ja, also der interessiert mich schon irgendwie. Also den Film haben doch hoffentlich alle gesehen. Natürlich ich auch. Und ja, ich bin schon gespannt. Als nächstes kommen wir zu Egmont. Die hatten insgesamt 14 Lizenzen, die mich persönlich interessiert haben. Und den Anfang macht ein Titel, den ich mir eigentlich gerne sofort holen würde. Nämlich der Boys Love Manga Sasaki und Miyano. Das ist auch, glaube ich, gefühlt der einzige Boys Love aus ihrem Programm, der mich interessiert, denn es lief ja davon der Anime in der Season und die liebe Marino Sekai schwört auf diesen Titel. Sie sagt, er ist mega süß, extrem wholesome und da haben natürlich bei mir die Alarmglocken geschlagen. Ich würde ihn mir ja gerne holen, aber wie schon gesagt, ich muss erstmal finanziell aufpassen, dass alles bis dahin im rechten Lot läuft. Dann hat uns Egmont noch einen neuen Shonen Jump Titel geschenkt, nämlich Witch Watch. Ich kenne mich mit der Story auch, um ehrlich zu sein, gar nicht aus. Also ich habe von einigen gehört, das soll ein richtig guter Comedy-Titel sein. Und ja, ich vertraue einfach mal auf dieses Wort. Zumindest sieht es von den Covern her sehr vielversprechend aus. Dann hat uns Egmont noch eine lang ersehnte Neuauflage geschenkt. Nämlich Ranma an Halb. Dieser Titel wird ja schon seit Jahren gefordert. Und oh Gott, endlich kriegen wir Ranma an Halb wieder in neuem Gewand. Es soll in einer 2-in-1 Edition erscheinen, auch mit Farbseiten. Ah, das wird so geil. Und keine Side-Lizenz, wobei das eigentlich keine richtige Lizenz ist. Sie haben auch angekündigt, dass sie Inuyasha nachdrucken werden, aber das zähle ich jetzt hier nicht mit rein. Das war aber noch nicht alles von Rumiko Takahashi, denn sie haben auch noch Mermaid Saga angekündigt. Das Ganze soll in einer einzelnen Luxury Edition, also 4-in-1 erscheinen. Und, Mann, ich würde mir den gerne sofort kaufen. Der steht schon seit längerem auf meiner Liste. Und ja, jetzt kommt diese neue Edition. Da muss ich echt widerstehen, sage ich euch. Wenn wir schon bei Klassikern sind, können wir auch mit dem nächsten Schätzchen weitermachen. Denn Egmont hat den Manga Himitsu Sentai Gorenga lizenziert. Dieser Manga soll wohl derjenige sein, der das ganze Power Rangers Franchise so ins Leben gerufen hat. Und ich würde den mir echt gerne sofort holen. Denn ich bin schon seit ich ein Kind bin ein riesen Power Rangers Fan. Zugegeben, heute weniger. Aber als Kind war ich wirklich so ein krasser Fan. Ich habe alle möglichen Serien gesehen. Hätte auch so gerne diese ganzen Swords als Figuren und so gehabt. Da muss ich mich echt zurückhalten, den Titel nicht sofort zu kaufen. Jedenfalls soll das Ganze in einer 3-in-1 Luxury Edition erscheinen und das wird echt so cool. Dann hat Egmont noch einen Girls Love Manga lizenziert, der mich sehr interessiert, nämlich Small Town Girl. Ich habe die Story nicht mehr so ganz im Kopf, es soll wohl irgendwie um eine Liebesbeziehung zwischen zwei Mädchen gehen, die halt, eine davon ist wohl die Tochter eines korrupten Politikers und die andere ist wohl die Tochter einer traditionsgeprägten Familie, die mit diesem Politiker irgendwie verfeindet sind oder so ähnlich. Ich habe das nicht mehr ganz im Kopf, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir mehr Girls Love Manga auf Deutsch kriegen. Ach ja, und eure Gebete wurden erneut erhört, denn in dem Video über eure Wunschlizenzen habt ihr euch auch den Manga Mixed Up First Love gewünscht und da habt ihr ihn. Egmont hat jetzt diesen auch noch lizenziert, also ich sollte öfter ein Video über dieses Thema machen. Ja, und auf den bin ich auch echt sehr gespannt. Vor allem, da ihn sich echt viele von euch gewünscht haben. Also kann der wohl nur gut sein. Also hoffe ich. Das war aber noch lange nicht alles, denn Egmont hat noch einen weiteren sehr interessanten Titel lizenziert. Nämlich New Normal. Und ja, wenn man sich das Cover ansieht, kann man sich schon denken, worauf das Ganze angelehnt ist. Die ganze Geschichte soll wohl halt eben auf die Corona-Situation angelehnt sein. Es geht da auch um eine Pandemie. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob es auch die Corona-Pandemie war. Und auch, dass die Leute da wegen der Pandemie sehr distanziert waren und auch diese ganzen Regelungen haben und so weiter und so fort. Das könnte auf jeden Fall echt sehr interessant werden, weil ganz ehrlich, es war nur eine Frage der Zeit, bis ein Manga über die Corona-Pandemie kommt. Nun sollten Fans von Bungo Stray Dogs hellhörig werden, denn Egmont hat einen Spin-Off zu Bungo Stray Dogs angekündigt, nämlich Bungo Stray Dogs Beasts. Oh, der sieht vom Cover schon richtig geil aus. Das ist ein zweibändiger Spin-Off, wo es halt um die beiden Hauptfiguren geht. Also, ich habe die Namen nicht mehr ganz im Kopf. Auf jeden Fall der mit dem weißen Tiger und der mit diesen dunklen Kräften, was auch immer das war.
Und es soll wohl darum gehen, dass die Rollen der beiden getauscht werden. Heißt also, der, der bei der Hafenmafia ist, ist jetzt bei der Detektei und der mit dem weißen Tiger ist jetzt bei der Hafenmafia. Also das klingt schon allein echt mega interessant und ja, ich werde den mir auch auf jeden Fall holen, wenn ich irgendwann Bungo Stray Dogs in Manga-Form habe. Jetzt sollten Fans von Tatsuki Fujimoto hellhörig werden. Das ist übrigens der Mangaka von Chainsaw Man. Denn Egmont hat auch ein paar Einzelbände von ihm lizenziert. Da wäre nämlich zum einen der Manga Look Back. Das ist wohl im Gegensatz zu seinen anderen Manga etwas ruhiger. Es soll wohl da halt um sein Leben als Mangaka gehen, was für Schwierigkeiten damit verbunden sind und so weiter und so fort. Das soll auch echt sehr gut sein und ich habe auch schon von Alex gehört, Einzelbände von Tatsuki Fujimoto sollen wohl hammermäßig gut sein. Da werde ich auf jeden Fall auch mal reingucken und mir eventuell auch ein paar andere Tatsuki Fujimoto-Werte zulegen. Und das passt auch, denn sie haben auch andere Einzelbände lizenziert, nämlich die beiden Tatsuki Fujimoto Short Story Bände. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie die hießen. Da waren auf jeden Fall Zahlen drauf, die wahrscheinlich halt die Anzahl der Geschichten dargestellt haben. Sehen auch von den Covern her sehr interessant aus. Und wie schon gesagt, Einzelbände von Tatsuki Fujimoto sollen wohl großartig sein. Und wenn wir schon bei Tatsuki Fujimoto sind, habe ich auch eine erfreuliche Nachricht für Fans von Chainsaw Man. Denn Egmont hat eine Light Novel zu Chainsaw Man angekündigt, nämlich Body Stories. Ich habe Chainsaw Man halt noch nicht gelesen, aber an sich würde mich das schon interessieren, also werde ich mir den auf jeden Fall holen, sobald ich Chainsaw Man habe. Dann hat Egmont noch einen sehr interessanten Titel lizenziert, nämlich Eniale und Deviela. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der soll auch von irgendeiner bekannten Mangaka sein. Ich habe aber gerade nicht mehr im Kopf, wer das jetzt war. Und es sollte wohl um einen Engel und einen Teufel gehen, die sich wegen jeder Kleinigkeit zanken und dabei jedes Mal fast aus Versehen die Welt vernichten. Ja, klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich ihn wegen der Mangaka auch auf meine Liste gepackt habe. Aber wie gesagt, jetzt gerade zur Aufnahme weiß ich nicht mehr, von wem das jetzt eigentlich war. Aber egal, ich bin schon sehr gespannt auf den Titel. Und zum Abschluss hat noch Egmont einen weiteren Klassiker lizenziert, nämlich Die linke Hand Gottes und die rechte Hand des Teufels. Das soll ebenfalls in einer Luxury Edition erscheinen, ich glaube sogar in zwei. Und das Besondere an diesem Manga ist, das soll wohl das Werk eines sehr berühmten Horror-Mangakas sein, dessen Name ich gerade nicht mehr im Kopf habe. Der soll wohl sogar noch berühmter und erfolgreicher sein als Junji Ito. Also das sagt echt schon einiges aus. Und auch voll viele haben mir gesagt, seine Werke sind wohl echt verstörend, aber großartig. Also ja, da bin ich echt sehr gespannt, wie der sein wird. Als nächstes kommen wir zu den neuen Lizenzen von Tokyo Pop. Insgesamt hatten sie 10 Titel, die mich interessiert haben. Und ich muss jetzt schon mal etwas erledigen, denn ich habe im Discord-Server noch gesagt, wenn Tokyo Pop auch nur eine vernünftige Shonen-Lizenz rausbringt, dann fresse ich einen Besen. Und ja, sagen wir es mal so, der Besen ist schon mal hier, also guten Appetit. Schmeckt eigentlich ganz gut. Und da ich jetzt satt bin, können wir nun endlich weitermachen mit dem Video. Und hierbei macht den Anfang eine Lizenz, die eigentlich schon klar war, nämlich Shaman King Flowers. Das ist nämlich das Sequel zu Shaman King, welches jetzt auch demnächst, glaube ich, abgeschlossen sein wird. Und das soll in 6 Bänden erscheinen, wenn ich mich richtig erinnere. Und es soll sogar auch ein Rückenbild bekommen, so wie die Shaman King Mangas, die wir hier bekommen haben. Und ja, ich habe Shaman King noch gar nicht gelesen, beziehungsweise auch nicht gesehen. Aber ja, es ist selbstverständlich, sobald ich Shaman King habe, werde ich mir natürlich auch Shaman King Flowers zulegen. Dann hat Tokyo Pop auch ein großes Mysterium gelöst, denn vor über einem Jahr wurde irgendwie geleakt, dass Call of the Night für den deutschen Raum lizenziert wurde. Nur wussten wir bis zum jetzigen Zeitpunkt halt nicht, welcher Verlag ihn sich nun lizenziert hat. Und ja, jetzt wissen wir es. Es war Tokyo Pop. Sie haben Call of the Night lizenziert. Alex sagte auch, dieser Titel soll mega gut sein. Es soll dann nämlich um Vampire und auch Depressionen gehen, was auf jeden Fall eine sehr interessante Themenkombination ist. Und das Besondere ist sogar, dieser Manga ist vom Mangaka von Dagashi Kashi. Davon habe ich ja den Anime gesehen und ich fand den richtig gut, also müsste mir Call of the Night auch gefallen. Dann hat Tokyo Pop noch eine echt überraschende Lizenz rausgegeben, nämlich Angels of Death. Das Ganze soll sogar ein Rückenbild bekommen und ich bin echt so gespannt auf den Manga. Ich habe ja den Anime gesehen, den es auf Netflix gibt. Ich fand den an sich richtig gut. Aber ich habe gehört, der Manga soll nochmal um einiges besser sein, weil der auch ein bisschen länger geht und so. Und ich bin schon echt gespannt, wie der Manga von Angels of Death sein wird. Und dann
hat Tokyopop etwas lizenziert, was mein Herz höher schlagen ließ. Denn sie haben eine Light Novel lizenziert. Nämlich die Light Novel zu Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Yes! Ja! Und das Teil wird sogar aus dem Japanischen übersetzt, was auch großartig ist, wenn man halt bedenkt, dass ihre ersten drei Lizenzen aus dem Englischen übersetzt wurden. Aber ich bin echt so dankbar für diese Lizenz, denn wir haben den Manga bekommen, nur ist er halt blöderweise in Japan abgebrochen worden, was halt echt scheiße war. Und ich dachte jetzt schon, okay, ich werde wahrscheinlich jetzt nie die ganze Geschichte von Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon kennen, aber jetzt werde ich es doch endlich können. Ah, wir kriegen die Light Novel, das ist so geil. Ich habe den Anime gesehen und ich liebe ihn. Belle gehört ja schon zu einem meiner Lieblingscharaktere und oh, ich freue mich so auf diese Light Novel. Dann hat Tokyopop noch eine sehr interessante neue Lizenz freigegeben, nämlich Super Mario, seine größten Abenteuer. Das ist halt ein Einzelband, so eine Art Anthologie von der Hauptreihe von Super Mario und soll halt Kurzgeschichten von seinen größten Abenteuern beinhalten. Ja, also ist auf jeden Fall eine sehr interessante Lizenz. Nur ich habe halt dann erfahren, dass das hier eigentlich nur eine Art Anthologie ist, denn eigentlich hat Super Mario in Japan so 52 Bände oder so. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass sich Tokyopop die Lizenz auch irgendwann mal holen wird, aber an sich finde ich diesen Einzelband schon ganz cool. Dann hat Tokyopop noch etwas richtig Krasses lizenziert, nämlich den Titel Das Kind, das ich in meinen Träumen sah. Das Besondere an dieser Lizenz ist, erstens, es ist Seinen und zweitens, dieses Werk ist von dem Mangaka von Die Stadt, in der es mich nicht gibt. Auch ein, wie ich finde, großartiger Titel, auch wenn ich nur den Anime gesehen habe. Und ah, das wird echt richtig cool. Und ich hoffe, dass das eventuell eine Möglichkeit gibt oder bietet, dass halt Tokyopop Die Stadt, in der es mich nicht gibt, nachdrucken könnte. Eventuell. Dann hat Tokyopop noch eine Neuauflage von einem, man könnte meinen, Shoujo-Klassiker angekündigt. Nämlich Blue Spring Ride. Das soll nämlich in einer 2-in-1-Edition rauskommen und sehr viele haben sich eine Neuauflage oder einen Nachdruck von dieser Reihe gewünscht, aber ich bin mir, um ehrlich zu sein, sehr unsicher, was diesen Titel angeht, weil der ist zwar sehr gefragt, aber ich weiß auch von einigen aus meinem Freundeskreis, dass der nur ganz okay oder so lala war, also ja, ich weiß nicht so recht. Also ich warte erstmal ein paar Reviews ab und dann entscheide ich, ob der wirklich auf meine Liste kommt oder nicht. Dann hat Tokyopop noch einen Girls Up Manga angekündigt, der sehr interessant klang, nämlich Our Days at Seagull Villa. Und ich finde schon vom Cover her sieht das ganz interessant aus und auch die Story klingt echt sehr interessant. Nur habe ich auch eine kleine Warnung bekommen, denn das Teil ist von der Mangaka von Netsuzo Trap. Und ich fand Netsuzo Trap, um ehrlich zu sein, etwas... Aber von der Story her klingt er eigentlich schon ganz gut, weil es hat eine ernstere Thematik, die Charaktere wirken auch deutlich sympathischer als in den Suzu Trap und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der sein wird. Dann hat sich auch noch Tokyopop einen sehr interessanten Shoujo, glaube ich, geholt, nämlich Mr. Mellow Blue. Das soll wohl auch so eine Buddy-Switch-Geschichte sein zwischen einem älteren Mann und einer Oberschülerin, die auch beide so mit ihren mentalen Problemen zu kämpfen haben. Wenn es ja um mentale Probleme geht, bin ich ja immer dabei, weil mich dieses Thema total anspricht. Ich bin mir aber auch nicht so ganz sicher. Also vom Cover her sieht es auf jeden Fall sehr überzeugend aus. Aber naja, ich will erstmal gucken, wie das ganze storytechnisch so aussieht. Und zu guter Letzt hat noch Tokyopop den Titel Hüterin der Drachen lizenziert. Auch ein Titel, der auch von der Story her sehr interessant klang. Also jetzt nichts Weltbewegendes, aber... ja, ich finde, es sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Kommt auf die Liste. Als nächstes kommen wir zu Ultraverse und die hatten insgesamt 9 Lizenzen, die mich interessiert haben. Es sollte eigentlich noch ein weiterer Ultra Live kommen, wo sie nochmal ein paar neue Shonen-Lizenzen, war das glaube ich, ankündigen wollten. Aber naja, egal, ich mache das jetzt einfach so, ohne diese 9 niederzukommen. Aber jetzt konzentrieren wir uns jetzt auf die 9, die mich jetzt interessieren und die jetzt auch mittlerweile draußen sind. Und hierbei fange ich mit einer Light Novel an, denn Ultraverse hat die Light Novel zu Fullmetal Alchemist angekündigt. Oh baby, yes. Ich habe ja den Anime Brotherhood gesehen und ganz ehrlich, ich finde dieser Titel wird seinem Hype total
gerecht. Es ist wirklich so ein großartiges Werk. Und da freue ich mich echt richtig auf die Light Novel. Sie haben eigentlich auch eine neue Neuauflage für die Hauptreihe angekündigt. Nämlich eine, ich weiß nicht mal, wie sie das nannten, Ultra Edition oder so ähnlich. Oder Ultra Edition. Ist im Grunde genommen einfach nur diese Metal Edition, nur ohne die Schickimicki-Aufmachung, damit sie auch günstiger ist. Aber ich will ehrlich sein, ich bleibe einfach bei der Metal Edition, weil diese von der Aufmachung her auch Fullmetal Alchemist gerecht wird. Bei Fullmetal Alchemist bleiben wir auch, denn sie haben auch den Titel Yomi no Tsugai angekündigt. Das ist nämlich das neue Werk von der Fullmetal Alchemist Mangaka. Nur ist das Komische halt, es ist, glaube ich, gerade mal ein Kapitel von diesem Werk erschienen. Sie haben also sich die Lizenz geschnappt, bevor überhaupt ein Band von der Reihe veröffentlicht wurde. Also ja, ich habe keine Ahnung, wann wir den überhaupt kriegen werden, weil wer weiß, wann halt die Printfassung in Japan kommt. Da wird es halt noch länger dauern, bis wir den auf Deutsch kriegen. Das war aber nicht der einzige Shonen-Titel, denn sie haben auch einen Shonen-Titel, oder irgendwie Shonen, von einem französischen Mangaka lizenziert, nämlich das Tsugumi-Projekt oder Project, bin mir jetzt auch gerade nicht sicher. Aber das klingt halt schon sehr interessant, auch die Cover unnormal heftig. Also auf den bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das sein wird. Dann haben sie noch einen Mecha-Manga angekündigt, nämlich Snowball Earth. Der klang von der Story her, ja, ganz cool, schätze ich mal. Aber ja, ich werde einfach mal gucken, wie der sein wird, wenn er halt veröffentlicht wird. Dann haben sie noch den Manga Diamond in the Roof angekündigt. Auch hier sieht ganz nett aus. Von der Story her klang es auch, um ehrlich zu sein, nur ganz nett. Was aber richtig interessant klingt, ist der Titel Navi Lehrer wie ein Schmetterling. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es auch ein Webtoon, aber da bin ich mir nicht auch ganz sicher. Ich weiß auf jeden Fall, das ist ein Manhwa, also ein koreanischer Manga. Und der allein von der Thematik klang schon mega interessant. Es geht ja nämlich um einen älteren Mann, der das Tanzen für sich entdeckt hat. Und diese Thematik alleine klingt schon mega interessant und auch die Cover sehen so schön aus. Also ich bin echt mega gespannt, wie der sein wird. Natürlich gab es aber auch ein paar Shoujo-Lizenzen und hierbei macht der Anfang die Hexe und das Biest. Ich will ganz ehrlich sein, ich habe nicht mal mehr im Kopf, wie das Cover aussah. Aber naja, ich glaube, es hat schon seinen Grund, warum ich den auf meine Liste gepackt habe. Dann haben sie noch den Manga Wiedergeburt in Maydare, die bösartigste Hexe der Welt, angekündigt. Ich habe auch hier das Cover nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, ich fand die Story klang sehr interessant. Geht halt um eine Frau, die in einer Fantasy-Welt wiedergeboren wird und sie soll wohl da eine Hexe mit dunklen Kräften oder so sein. Oder zumindest heißt es auch in der Prophezeiung, dass sie wohl eine bösartige Hexe sei und ja, deshalb wird sie einigermaßen verstoßen und so ähnlich. Klingt auf jeden Fall sehr interessant und ich bin schon gespannt, wie der sein wird. Und zu guter Letzt haben sie noch den Titel Die Geliebte des Drachenkönigs lizenziert. Und auch hier, to be honest, ich habe überhaupt nicht mehr im Kopf, wie das Cover überhaupt aussah. Also schätze ich mal, das war auch nur eine Lizenz, die ganz nett war. Nun kommen wir zu den neuen Lizenzen von Manga Kult. Insgesamt hatten sie, glaube ich, 9 oder 10. Und davon haben mich 8 interessiert. Und den Anfang macht mein persönliches Highlight, Fist of the North Star. Geil! Wir kriegen das Teil in einer Master Edition mit Hardcover und dem Schnickschnack und sogar mit Shuba. Also von der Kombination habe ich noch nie gehört. Hardcover und Shuba, das klingt richtig geil und ich würde ihn mir auch so gerne sofort holen. Nur wie gesagt, finanziell habe ich halt keine Ahnung, wie es bis dahin um mich stehen wird. Deshalb ist es bisher nur ein provisorischer Wunsch, sage ich mal. Ach, aber wie gerne hätte ich den. Ich hatte ihn ja in meiner Liste mit den Mangas, von denen ich mir eine Neuauflage wünsche. Und oh, das wird echt so geil. Und ein weiterer Titel, den ich mir aber auf jeden Fall sofort holen werde, weil es auch nur ein Band ist, die Light Novel zu Demon Slayer, Blume des Glücks. Da bin ich schon, naja, nicht wirklich gespannt. Also ich weiß ganz genau, solche Light Novels, die so als Side Story dienen, sind immer nur ganz okay. Hat man ja auch unter anderem bei Yona gesehen oder den Death Note Light Novels. Aber naja, ich mag Demon Slayer und ich bin schon gespannt, wie der halt so sein wird. Und ich hatte sogar eine Theorie, und zwar, wir alle wissen ja, dass Demon Slayer ja Shuba bekommen soll. Und ich habe da die Vermutung,
dass Manga Kult vielleicht noch die anderen Light Novels von Demon Slayer holen soll, denn wenn man recherchiert, findet man heraus, es gibt einen Haufen Light Novels zu Demon Slayer und vielleicht packen sie dann die Light Novels auch in einen separaten Schuber. Also das wäre auf jeden Fall eine coole Idee. Dann haben sie auch einen Manga angekündigt, der auch von der Thematik her mega interessant klingt, nämlich One Dance oder One Dance, ich habe keine Ahnung, wie genau man den jetzt ausspricht, aber das ist halt ein Manga, wo es um einen Protagonisten geht, der Hip-Hop für sich entdeckt und das Tanzen. Und ich finde, der sieht schon vom Cover her mega schick aus, vor allem, weil ich das Design der Protagonistin mag. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der sein wird. Also mir haben schon voll viele erzählt, dass der richtig gut sein soll und ja, bin schon gespannt, wie der sein wird. Dann haben sie noch einen weiteren Manga mit einer sehr interessanten Thematik angekündigt, nämlich My Boy. Wenn ich mich richtig erinnere, ging es irgendwie darum, dass die Protagonistin in einem Laden arbeitet, wo ihr Ex-Freund der Chef ist und er deshalb anfängt zu terrorisieren. Und dann geht sie eines Tages zu so einem Spielplatz oder einem Park oder so ähnlich und trifft da einen Grundschüler, wenn ich mich irre. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Und beide haben halt so ihre mentalen Probleme und heilen so gesehen aneinander. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das wird noch in die FBI-Open-Up-Richtung gehen. Aber ich finde, die Cover sehen mega schön aus, die Thematik klingt auch sehr interessant. Und ich habe auch schon von anderen gehört, dass der ganz gut sein soll. Also, ja, lass ich mich einfach mal überraschen. Doch jetzt sollten Fans von Tsutomu Nihei ihre Lauscher spitzen. Denn natürlich hat sich Manga Kult einen weiteren Tsutomu Nihei-Titel gesichert. Nämlich Abara. Das Teil soll in einer Master Edition als Komplettedition erscheinen. Das Teil ist ja zuletzt auch noch bei Egmont erschienen, wenn ich mich richtig erinnere, in 2 Bänden. Und jetzt wird das Ganze halt von Manga Kult als eben Master Edition nochmal neu lizenziert. Ich muss aber sagen, ich habe mir bisher noch keinen einzigen Tsutomu Nihei-Titel angeguckt, beziehungsweise ich habe keinen gelesen. Ich will mir aber auf jeden Fall noch irgendwann Apossums, Knights of Sidonia und eventuell Blame holen. Aber ja, ich bin schon mal gespannt, wie Abara sein wird. Dann haben sie noch den Manga Love Log of Majestic Wars oder War angekündigt. Soll wohl so ein Superhelden-Manga sein, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich fand von der Story klang er jetzt nicht so krass spektakulär, aber ich habe ihn einfach trotzdem mal aus reiner Interesse auf die Liste gepackt. Dann haben sie noch den Manga I'm in Love with the Villainous lizenziert. Und das ist irgendwie interessant, denn das ist ein Girls Love Manga, der an My Next Life as a Villainous angelehnt ist. Also ja, das könnte auf jeden Fall interessant sein, wobei ich zugeben muss, ich finde diese ganze My Next Life as a Villainous Thematik wird echt total ausgelutscht. Aber naja, vielleicht gibt das Ganze mit dem Girls Love Topic so ein bisschen, ja, vielleicht einen neuen Schwung. Ich werde einfach mal gucken, wie das sein wird. Und zu guter Letzt haben sie noch den Manga Yakuza Reincarnation angekündigt. Der soll auch ganz interessant sein. Es geht da irgendwie um einen Yakuza, der halt stirbt und als Prinzessin wiedergeboren wird. Ja, geht doch nichts über Gender-Bender-Isekais. Aber naja, mal gucken, wie der sein wird. Aber von der Thematik klingt er auf jeden Fall sehr interessant. Als nächstes kommen wir zu Kasee. Die hatten insgesamt 7 Titel, die mich interessieren. Und sie hatten auch 2 Shonen Jump Titel, wobei ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob das wirklich Shonen Jump Titel sind. Auf jeden Fall haben sie zum einen Kaiju Number 8 lizenziert. Auf den habe ich echt so Bock, denn ich habe schon von so vielen gehört, dass Kaiju Number 8 ein richtig geiler Shonen Titel sein soll. Und ja, bin echt gespannt, wie der sein wird. Und der zweite Titel, bei dem ich mir aber wie gesagt nicht sicher bin, ob das wirklich Shonen Jump ist, ist der Titel Dan Da Dan. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Soll halt so um Aliens, Verschwörungstheorien, Geister und so einen Kram gehen. Und sie haben auch eine echt witzige Werbung dafür gemacht, bei diesem Livestream, den sie da auf YouTube gemacht haben. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie der sein wird. Und ja, bei der ganzen Werbung, die drum gemacht wird, muss man sagen, die Erwartungen sind hoch. Doch jetzt sollten Fans von Jujutsu Kaisen ihre Lauscher spitzen, denn sie haben die beiden Light Novels zu Jujutsu Kaisen lizenziert. Nämlich einmal Jujutsu Kaisen, der Sommer ist vorbei und Jujutsu Kaisen, der dornige Pfad der Dämmerung. Also ich habe Jujutsu Kaisen noch gar nicht gelesen, ich habe bisher nur den Anime gesehen, aber ja, wie gesagt, sobald ich den Manga habe, werde ich mir natürlich auch die beiden Light Novels sichern. Dann haben sie noch den Titel Meisterdetektiv Ron Kamonohashi angekündigt.
Ich will aber ehrlich sein, ich habe keinen Plan von der Story, aber naja, Detektivgeschichte kann halt nicht schaden. Dann haben sie noch den Titel Mars Red angekündigt. Wobei ich hier sagen muss, ich finde, irgendwie ist der Titel und alles drumherum ein bisschen Clickbait, weil ich habe mich zur Story ein bisschen informiert und es geht da unter anderem um Vampire. Vampire, was hat das mit dem Mars zu tun? Also, keine Ahnung. Also, aber es scheint nicht schlecht zu sein. Von der Story her klang es eigentlich ganz interessant. Die Cover sehen schick aus. Deshalb, ja, werde ich dem Ganzen mal eine Chance geben. Und zu guter Letzt haben sie noch einen richtig interessanten Girls Love Manga lizenziert. Nämlich Leb wohl, mein Rosengarten. Der soll wohl im englischen Raum total beliebt sein. Zumindest hat die liebe Xeni gesagt, dass der richtig gut sein soll. Und auch die Thematik klingt mega interessant. Girls Love in einem viktorianischen Setting. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Kritik und gesellschaftlicher Druck verbunden. Also könnte das auf jeden Fall sehr interessant werden. Nun kommen wir zu Hayabusa. Und sie hatten echt einiges auf Lager. Wobei einiges auch ein bisschen übertrieben ist. Sie hatten insgesamt 6 neue Lizenzen. Und der erste sticht echt besonders raus, weil er eigentlich so gar nicht zu Hayabusa passt. Nämlich MPD Psycho. Allein das Cover. Holy shit. Und das soll auch wirklich ein extrem guter Titel sein. So mit richtig viel Psychological und Brainfuck. Das Ganze soll in einer 2-in-1 Edition rauskommen und wird insgesamt halt 12 dieser 2-in-1 Bände haben. Wenn ich mich nicht ganz irre. Und ja, das Teil soll richtig gut sein, richtig tiefgründig, richtig psychological. Da waren auch viele überrascht, warum sie es nicht bei Carlsen veröffentlicht haben, weil Hayabusa mehr so der LGBTQ-Romance-Special-Romance-Verlag ist. Aber naja, ich beschwere mich nicht. MPD Psycho ist richtig geil, also zumindest habe ich das gehört. Und ich bin gespannt, wie der sein wird. Dann haben sie noch den Manga August 9th, I Will Be Eaten By You lizenziert. Also vom Cover dachte ich mir so, okay, es wird ein bisschen horny sein. Aber die Story klingt an sich schon ganz interessant, vermute ich. Also zumindest schreckt mich das nicht groß ab. Also ja, ich werde mal gucken, wie der sein wird. Dann haben sie noch den Roman zu dem Manga Play It Cool Guys lizenziert, nämlich Connect It Cool Guys. Ja, ich habe Play It Cool Guys noch gar nicht gelesen, aber wenn der mir gefällt, dann werde ich mir natürlich halt auch den Roman zulegen. Dann haben sie auch noch den Manga Tanz in die abendliche Stille lizenziert und der klingt auch von der Thematik her mega interessant. Es geht da um einen Jungen, der Gymnastik oder Akrobatik oder so ähnlich machen will und das zu einer Zeit, wo Männer das eigentlich gar nicht machen durften, beziehungsweise wo das sehr gesellschaftlich hinterfragt wurde. Und das klingt schon mega interessant und faszinierend. Also da bin ich echt gespannt. Und allein die Cover. Seht euch dieses Cover an. Das sieht doch echt so schön aus. Da bin ich echt gespannt, wie der sein wird. Dann haben sie noch den Manga Someday I Will Fall Asleep lizenziert. Wobei ich auch hier sagen muss, ich habe nicht mehr ganz im Kopf, worum es da geht. Also ich glaube, ich fand die Story ganz interessant oder das Cover einfach schön, weshalb ich es auf die Liste gepackt habe. Und zu guter Letzt ein Titel, bei dem ich mir überhaupt nicht sicher bin, ob ich mir den wirklich auf die Liste packen soll, nämlich The Pawn's Revenge. Ich dachte mir erstmal vom Cover her so, okay, das sieht doch eigentlich ganz cool aus, aber es ist halt Yaoi mit Prostitution, Vergewaltigung und natürlich Racheaktion, wie man sich denken kann. Also gar keine leichte Kost und ja, ich weiß noch nicht so ganz. Ich werde mal einfach die ersten Rezensionen abwarten. Als nächstes kommen wir nun zu Panini und ich muss echt im Vorfeld sagen, dieses Programm ist echt enttäuschend im Vergleich zum letzten. Sie hatten insgesamt, ja, 5 Titel, die mich interessieren und hierbei macht der Anfang der Manga Night of the Living Cat. Das ist einfach eine Art Zombie-Apokalypse-Manga, nur statt Zombies gibt es da halt Katzen. Und nein, es ist nicht von Junji Ito, das habe ich auch zuerst gedacht, aber ist es wirklich gar nicht, aber ja, könnte interessant sein, nehme ich mal an. Dann haben sie noch natürlich was Neues von Pokémon lizenziert, nämlich Pokémon Reisen. Ja, ich packe mir sowieso die Pokémon-Manga auf die Liste, also come on, her damit. Und natürlich haben sie auch noch einen weiteren Marvel-Manga lizenziert, nämlich Secret Reverse. Ein Manga über Iron Man und Spider-Man. Und wenn ich mich richtig erinnere, soll der sogar von einem sehr bekannten Mangaka gezeichnet worden sein, aber ich habe wirklich nicht mehr im Kopf, wer das war. Aber naja, ich habe ihn einfach mal auf meine Liste gepackt, weil ich eben ein großer Spider-Man und Iron Man Fan bin.
Dann haben sie auch noch Kentaro Miura zu Ehren den Manga Duranki lizenziert. Dabei soll der in einer ultimativen Edition erscheinen. Und das Ding ist, der wurde halt auch logischerweise abgebrochen, weil das war, wenn ich mich richtig erinnere, das in Anführungszeichen neueste Werk, das an dem Miura gearbeitet hat. Und dann kam halt sein Tod. Aber ich finde es an sich cool, dass sie ein bisschen mehr von Miura zulegen, weil Miura hat schon noch ein paar andere Werke außer Berserk. Und ich finde es irgendwie cool, dass wir ihm zu Ehre noch ein paar weitere Titel kriegen. Und zu guter Letzt sollten Highschool DD-Fans ihre Lauscher spitzen, denn sie haben angekündigt, dass sie diese beiden Special-Bände, nämlich Dämonen-Service und noch diesen einen mit Konico und Asia, in einer Special-Max-Edition veröffentlichen werden. Und es soll sogar auch mit einem Schuber kommen, aber dieser wird wiederum limitiert sein, so wie der komplette Schuber. Und auf den habe ich halt schon Bock, also auf die Special-Max-Edition. Denn ich liebe ja Highschool DD, den Manga muss ich mir ja auch noch zulegen und diese beiden Special-Bände sind auch sehr vielversprechend. Nun kommen wir zu Dani Manga, die haben nämlich zwei neue Titel lizenziert, wobei man hier noch sagen muss, es ist halt unklar, ob die jetzt wirklich in der zweiten Jahreshälfte erscheinen werden, weil sie haben nach über einem Jahr immer noch bisher nur Nagatoro veröffentlicht, deshalb... Aber der erste, den sie sich geschnappt haben, ist der Manga Das Mädchen mit den Sanpaku-Augen. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, also irgendwas sagt mir, dieser Titel ist voll was für mich, aber wie gesagt, ich werde mir noch die Titel nicht sofort holen können. Und zu guter Letzt haben sie noch den Titel Die große Yahi lässt sich nicht kleinkriegen. Also ich hoffe, dass der Name so ausgesprochen wird und auf den freue ich mich echt, denn ich habe auch den Anime hier gesehen und der ist mega witzig und an einigen Stellen auch extrem knuffig. Das ist im Grunde genommen einfach wie The Devil is a Part-Timer. Und ja, auf den bin ich echt gespannt, weil der Anime war schon extrem knuffig, da hat man schon Erwartungen an den Manga. Jetzt kommen wir zu Reproduct und sie haben bis jetzt nur einen einzigen Manga lizenziert, nämlich Die Katzen des Louvre. Und der klingt auch mega interessant. Es geht wohl irgendwie darum, dass am Dach des Louvres wohl Katzen leben und jede Nacht, wenn halt das Museum schließt, werden wohl die Gemälde lebendig. Das klingt echt mega faszinierend und ja, das könnte auf jeden Fall ein sehr vielversprechender Titel werden. Und nun zum großen Finale haben wir noch eine letzte Lizenz von China Books, denn sie haben sich den Boys Love Manhua Beauty and the West Chamber lizenziert. Und der sieht echt mega interessant aus. Es ist halt ein Boys Love Manga zwischen einem europäischen Prinzen und einem chinesischen Soldaten, war das glaube ich, oder so ähnlich. Klingt auf jeden Fall auch von der Thematik her mega interessant und ein chinesischer Boys Love, das könnte auch sehr faszinierend sein, wenn man halt bedenkt, was da halt so in China abgeht mit Homosexualität und so etwas. Also, bin schon gespannt auf den Titel. So, und das waren die Lizenzen für die zweite Jahreshälfte von 2022, die mich interessieren. Nun würde mich aber noch interessieren, welche von den eben genannten Titeln werdet ihr euch zulegen? Oder sind da noch weitere, die euch irgendwie interessieren und die ich halt eben nicht genannt habe? Schreibt's gerne unten in die Kommentare rein. Ich würde dann ansonsten sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, sayonara!